Ja, mehr wissen wir davon noch nicht. Oh. Nicht junge Dame. Ich will eigentlich, will ich diesen... Ach, egal, dann rede ich halt mit dir. Kann ich dir helfen? Sind hier zufällig zwei Griffel vorbeigekommen? Oh ja, eins ist direkt über meinen Kopf hinweggesaust. Die halten diese Stadt wirklich für ihren Spielplatz. Sieht ganz so aus. Mit wem redest du da? Mit mir selbst. Wissen Sie, wo die Griffel jetzt sind? Eins ist nach dort hinten abgehauen, in Richtung der Bank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Richtung zur Bank. Griffel, das zur Bank flüchtete. Vielleicht wollen sie die Bank ausrauben. Möglich. Woher weißt du das alles? Oder war Parkbank gemeint? Vielleicht wollten sie eine Parkbank ausrauben. Gib die Brandbrenner her! Das läuft ja wie geschmiert. Mach weiter so mit den Befragungen. Ich will aber eigentlich... Hey Pikachu, kommst du bitte mal kurz mit? Was ist denn auf einmal? Folg mir einfach, ich erklär's dir gleich. Ich muss mal. Oder er will das Pikachu in eine dunkle Gasse locken. So wie Emmy damals. Es hat die gleichen Farben. Vielleicht sollte ich es wie Emmy sprechen. Na gut, ich komm ja schon. Als ich eben mit dir gesprochen habe, hat mich diese Frau ganz schief angeschaut. Ach ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Weil du weiter unten bist. Mir fällt generell eigentlich nicht viel auf. Aber ich habe diesen schönen Hut. Naja, und Ketchup am Mund. Naja, irgendwie verständlich. Schließlich kann sie mich im Gegensatz zu dir nicht verstehen. Aber das könnte dazu führen, dass du weniger Informationen aus Leuten herausbekommst. Genau, wir sollten daher vor anderen Personen etwas vorsichtiger sein. Recht hast du. Aber gar nicht miteinander zu reden ist auch keine Lösung. Wie wär's, wenn ich dir einfach ein Zeichen gebe, wenn ich etwas besprechen will? Gute Idee. Pikachu, Donnerschock. Dann starten wir doch gleich einen Testlauf. Warte auf mein Zeichen und sprich mich an. Hey. Hey. Hello. Great. You noticed. Now, if there's something that I notice, then I'll give you a sign. Keep your eyes open. Okay. Ich sehe einen Koffwaff. 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 Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Oh, wie süß. Ein modebewusster Vierbeiner. Wie kann ich helfen? Die Griffel natürlich. Wir suchen zwei Griffel. Haben Sie sie zufällig gesehen? Und ob? Sie haben meinen Koffwaff geärgert und dabei sein Fell völlig durcheinander gebracht. Tut mir leid, das zu hören. Okay, anscheinend... Ich frage mich, ob Koffwaff vielleicht etwas weiß. Finden wir es doch einfach heraus. Dafür bin ich schließlich da. Du siehst ziemlich fertig aus, Koffwaff. Haben dir die Griffel übel mitgespielt? Wirklich? Oh Mann, das klingt ja furchtbar. Was hat es gesagt? Nein. Was ist los? Was hat es gesagt? Sein Trainer gibt ihm einmal pro Woche besonders nährstoffreiche Beeren zu essen, die offenbar grauenhaft schmecken. Und heute wartet wieder eine Portion dieser grässlichen Beeren auf es. Deswegen ist es so niedergeschlagen. Es hat ja gar nichts mit den Griffeln zu tun. Richtig, über die Griffel weiß es offenbar überhaupt nichts. Ich schätze, den Pokémon gehen auch die verschiedensten Dinge durch den Kopf. Ja. Bären zum Beispiel. I'll gather testimony from the other Pokémon. Okay. Und was sind die anderen Pokémon in dem Fall? Also hier ist ein Grabbit, aber das hatte ja nichts mehr zu sagen. Können wir weiter nach rechts? Ja. Nein? Dann noch der lila Mann da hinten vielleicht. Ach, da ist ja noch ein lila Mann.
Der lila Launebär. Hey, was gibt's? Ein Anwärter für Team Skull. Sie haben nicht zufällig zwei Griffel hier vorbeikommen sehen. Aber hallo, wie aus dem Nichts kamen sie vom Dach gepurzelt. Die haben mich ganz schön erschreckt. Können Sie mir sagen, wo die beiden hin verschwunden sind? Eins von ihnen ist hier entlang geflitzt in Richtung Park. Das andere ist auch hier vorbeigekommen, aber ich habe es aus den Augen verloren. Eins ist also in den Park verschwunden? Vielen Dank, das hilft uns weiter. Jetzt haben wir schon mal zwei Griffel, die irgendwo hinflüchteten. Gute Arbeit, schreibt ihr das gleich mal auf. Okay. Griffel und die Halskette beschließen, in den Park zu flüchten. Wir sollten diese Gegend doch erst noch etwas genauer untersuchen. Was könnte hier denn noch sein? Also hier sind auf jeden Fall die Griffelspuren, aber... Jo, was denn? Die beiden Griffel haben sich offenbar getrennt und sind in verschiedene Richtungen gerannt. Die Frage lautet also, wohin das Griffel mit der Halskette verschwunden ist. Was denkst du? Welches von den beiden hatte denn nochmal die Halskette? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe alle in der Umgebung befragt, aber niemand konnte mir weiterhelfen. Ja, leider. Aber keine Sorge, auch in solch einem Fall weiß ich ein Detektiv zu helfen. Er verwendet seinen ausgeprägten Spürsinn, um die Umgebung nach Beweisen abzusuchen. Und davon haben wir genug. Was ist zum Beispiel mit diesem Roller da, Rolltor da? Schau es dir mal etwas genauer an. Ach, jetzt auf einmal. Was will der denn jetzt schon wieder? There has to be traces of the APOM with the necklace somewhere. Let's thoroughly investigate suspicious locations. Danke, das hatte ich gerade vor. Nachdem du mir schon gesagt hast, dass ich das machen soll. Am Rolltor ist eine Farbspur zu sehen. Ja, und ihre Form sieht genauso aus wie der Schweif eines Griffels. Und es ist weiß. Gibt es hier vielleicht noch mehr solche Farbspuren? Sehen wir uns mal ein bisschen um. Ja, wir haben eine Blutspur von demselben Schweif. Nee. Von einem solchen Schweif. Ja. Ein roter Fleck. Ein Hinweis. Er riecht nach Ketchup. Und diese Form. Das ist eindeutig Corona. Kein Zweifel, das ist der Schweifabdruck eines Griffels. Der Handabdruck eines Griffels ist es nicht. Oder wie? Der Griffelabdruck eines Schweifels? Die rote Farbe stammt vom Ketchup des Hotdog-Stands. Ah, stimmt. Gut kombiniert. Zappalot. Das ist ein guter Hinweis. Lass uns ein paar Leute zu dem Ketchup-Fleck befragen. Fang am besten mit dem Typen da drüben an. Dem mit der Kappe. Okay. Manchmal erhältst du neue Informationen von Zeugen, die du bereits befragt hast. Wenn du ihnen eine andere Frage stellst. Ich glaube, ich mache gerade die Clarence-Stimme, obwohl ich die Dominika-Stimme... Hey. Weißt du noch, Bondage-Dominika? Hey. Was will er denn noch? It's a ketchup-colored tail print. That's key evidence. So how do we gather info? Well, by interviewing witnesses, of course. Für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, kommt dann immer diese Cutscene. Hey, was gibt's? Der Ketchup. Der Ketchup-Fleck dort drüben sieht aus wie der Schweifabdruck eines Griffels. Können Sie mir mehr darüber erzählen? Oh ja, da war dieses Griffel, es ist völlig ausgerastet. Den Tisch da hat es auch umgeworfen. Nur ein Hieb mit dem Schweif und zack! Echt? Sind Griffel wirklich so stark? Hast du Angst vor ihnen? Mach dir mal nicht in die Hose, du hast doch mich an deiner Seite. Bis jetzt hast du nicht wirklich den Eindruck erweckt, als würdest du irgendetwas können. Stimmt ja. Im Notfall könntest du mir mit der Attacke Donnerblitz aus der Patsche helfen. Du bist schließlich ein Pikachu. Donnerblitz? Na klar. Das schlägt ein wie ein Blitz. Nein, Blitz macht nur blind. Ja. Senkt nur die Genauigkeit. Hä?
Vergessen wir das. Jedenfalls haben wir jetzt neue Informationen. Denk daran, Zeugen, mit denen du schon geredet hast, aufs Neue zu befragen. Ich glaube, Bondage Dominica kam immer, wenn was in Anführungsstrichen und bunt war. Kann ich dir helfen? Ja, das war ich ja. Ups, nochmal. Diesmal richtig. Stammen diese Farbspuren von Griffel? Ja, ich glaube, es wollte die Farbe loswerden, die überall auf seinem Schweif verteilt war. Okay, gut zu wissen. Was machen wir hier noch? Wir wissen doch schon, dass sie im Park sind. Ja, aber ist jetzt halt die Frage, welchem sollten wir folgen, um die Kette zu kriegen? Ja. Sollen wir mal zurückspulen? Run for higher ground. Wow, they're going all out. Na, das Rote. Ach ja, natürlich. Na, dann gehen wir da hin, wo das Rote ist. Dürfen wir überhaupt schon irgendwo hingehen? Ich glaube, du musst doch mit Leuten sprechen, keine Ahnung. Auch immer noch? Ey, wie viele gibt's denn da noch? Wahrscheinlich wird uns das einfach gesagt, welches das mit der Halskette ist. Und? Gibt es schon eine Spur? Na Mist, das hat nichts geholfen. Warte mal, vielleicht ist ja auch dann das Grabbit. Ja, versuchen wir es mal bei Grabbit. Oh ja. Du meintest, du hättest zwei Griffel gesehen. Hatte eins einen roten Fleck am Schweif? Was sagst du da? Was ist los? Offenbar hatte das Griffel mit dem roten Schweif die Halskette bei sich. Sag ich doch. Hast du nicht aufgepasst? Ja, natürlich, Mensch. Das ist ja eine brandheiße Spur. Und du hast es auch wirklich gleich beim ersten Mal so. Ja. Natürlich. Beim ersten Mal von einem Mal. Genau, beim ersten Mal von einem Mal. Oh, das wird so schrecklich, das alles nachzuverarbeiten, aber es wird so spaßig sein, sich das anzugucken. Danke, Grabbit. Grab. So ein blöder Name, Grabbit. Ja, aber ich meine, es gibt auch so Namen wie Koreogel. Wow. Ich würde sagen, wir haben genügend Infos gesammelt. Zeit für etwas Ermittlungsarbeit. Hätte jetzt nochmal vorgekaut, dass es das Rote war. Ja, weil deswegen sind auch die Sachen hier in Rot geschrieben. Oh, die sind ja in Weiß. Ermittlungsarbeit. Das bin ich. Ja. Was meinst du damit? Wir sehen uns alle Zeugenaussagen und Beweise genau an und schlussfolgern daraus, in welche Richtung die Griffel geflohen sind. Klingt logisch. Am besten hältst du in deinem Notizbuch ein paar Seiten für Ermittlungen frei. Sicher. Moment. Aufgabe. Finde heraus, wohin das Griffel gerannt ist. In den Park. Ich würde ja sagen, das ist nach rechts gerannt. Die haben nämlich diese Spuren dort gelegt. Extra unterschiedlich. Ja, um uns zu verwirren. Kann sein. Oh, that's a nice drawing. Very well done for a first try. So, just like in the diagram you've drawn, the path splits off at a certain point. Let's see. We have testimony that the APOM split up and fled down different paths. So then, in which direction did the APOM with the necklace flee? If we were amateurs, this is where we'd quit. But of course we're not. We got the crucial evidence, right? It's those marks that the tails made. Now do you remember where you saw those marks? Tja. Ja, genau so war das. Also, das war hier. Berühre neu, um die Symbole zu entfernen. Was? Nein. Das ist schon richtig. Ja. Ihr sollt mich nicht verwirren. Okay. You've got a good memory, all right. If that's the case, we can pin down the whereabouts of the APOM with the necklace. And that's all because we've heard some certain testimony. All right then, which bit of testimony was it?
Ich würde sagen Grabbits. Grabbits hat's gesagt. Ja. Oh, kann man die nochmal angucken? Das Griffel mit der Halskette hat einen roten Fleck am Schweif, sagt es zumindest hier. Ja. Ja, dann steht doch da sogar schon die Lösung. Ja. Eben. Ein Griffel ist zum Park geflüchtet, ja. Auf jeden Fall hatten wir aber... Now we should have our answer, right? Which way did the A-Palm run off to? This way or that? You got it! Harte Great job! Richtig. Also gut, dass wir die ganzen Layton-Spiele vorher gespielt haben. Sonst wären wir da nicht weitergekommen. Richtig, also da hätten wir jetzt den einfachen Modus gebraucht. Ja. Okay, dann ist es in den Park verschwunden. Schön. Did you find anything out? Yeah, looks like the A-Palm ran off that way. So we're gonna follow. Good idea. We're counting on you. Please, it's my precious necklace. All right, just leave it to us. What are you trying to do? Show off for the girls? No, of course not. Hey, whatever you need to do, my friend, I'm all for it. And it seems like you might be somewhat helpful on this case. Are you saying you're a real detective? I'm not just a detective. I'm a great detective. Detective Pikachu. Speaking of, what's your name? I'm Tim. Tim Goodman. Tim? Yeah, what's wrong? Nothing. Nothing at all. Nice to meet you, Tim. Now, let's go find the A-Palm. Right. Es stellt sich heraus, er war der Fahrer des Autos. Nein. Outtake. Aber ist jetzt halt die Frage, welchem sollten wir folgen, um die Kette zu kriegen? Ja. Sollen wir mal zurückspulen? Ich glaube, das wird jetzt ganz lustig, weil vorhin habe ich vorgespult. Ich müsste das jetzt eigentlich rausschneiden, damit es nicht doof ist, weil ich dir jetzt erkläre, was ich gemacht habe. Filmtechnisch. Cool. Und ich habe trotzdem keine Ahnung, was es ist. Ich habe ja nicht nachgeguckt. Ich habe es nur nachträglich verändert, also weiß ich nicht. Ja, gut, also was würdest du sagen, war da so vor 20 Minuten oder 15 oder, ja, an welchem könnte die Kette gewesen sein? Warte mal, also das Rote... Wir machen jetzt einfach zwei Aufnahmen, ich sage jetzt einmal, na das Rote, und dann sage ich einmal, na das Weiße, und dann nimmst du die richtig ist. Genau, okay, dann mach das mal. Na das Rote. Ach ja, natürlich, na dann gehen wir da hin, wo das Rote ist. Na, das Weiße! Ach, natürlich, dann gehen wir doch da hin, wo das Weiße ist! Das jeweils andere kommt in die Outtakes. Ja,